Gut, dann suchen wir mal. Da ist nichts, aber ich werde es aufmachen. Ja, ein Schlüssel für zwei Spinnen, das hat sich gelohnt. Diese Viecher schon wieder. Nicht so gut, nicht so gut, aber es läuft. Es läuft, wir kommen gut voran. Und du bist auch weg, was haben wir? Hey, Geld. Was könnte ich da damit wohl machen? Arcade-Raum spielen? Na ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Oh, nicht mitnehmen. Noch nicht. Auch nicht vergessen. Das ist die größere Gefahr. Es zu verlieren ist kein Problem, da kann ich mitleben. Es zu vergessen ist wesentlich schlimmer. Das werde ich nie vergessen und das werde ich auch jedes Mal erwähnen, wenn ich irgend so ein heiliges Herz nicht sofort mitnehmen kann. Boah, kaum Frauen, was haben wir hier? Goldene Kiste, wollen wir das? Ach komm, wir machen das einfach mal. Oh, mit Poison Touch sogar. Das ist schön, das finde ich gut. Poison Touch finde ich gut. Jetzt zusammen das noch das Book of Shadows, das wäre wirklich Highlight gewesen. Aber gut, zu spät. Nein, Loki. Oh. Nein, Loki. Du spawnst keine Sachen mehr. Oh, Chub. Komm her, Chub. Achso, das war's schon. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Wir haben noch ein gutes Item gekriegt oder ein nützliches Item. Oh. Bitteschön. Auch das hat sich gelohnt. Noch ein Automat, okay. Ach, sehr gut, der Laser ist weg. Das Laserauge ist weg. Mist. Eine Bombe, sehr gut. Was haben wir hier? Ach nein, nicht hier schon wieder. Ihr kommt ständig. Hinfort. Hinfort. Oh, 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 gefährlich. Wenn diese Gegner nicht ständig auftauchen würden. Geht doch, was ist das? Helfer ab, ne? Ja, Helfer ab. Was haben wir hier? The Tower. Das hat sich gelohnt. Wir haben einmal ein Sehnerz bekommen und den Supergeheimraum mit jeder Menge rote Herzen drin. Und wir gehen zum Boss. Hi. Ich bin's, Judas. Nee, nicht Isaac, Judas. Kennst du mich nicht mehr? Wahrscheinlich nicht. Ich war zu lange nicht mehr hier. Nee, nicht Isaac. Isaac kommt hier nach. Vielleicht. Oh, ich bin echt unschlüssig, was das angeht, ob ich hier gegen Isaac oder gegen Satan kämpfen soll. Und ich kann auch gar nicht zum Blue Baby. Und ich muss gegen Satan kämpfen, weil Blue Baby, ich habe gar kein Polaroid oder Polaroid. Also kein Blue Baby für uns. Heißt auch kein Isaac, heißt wir gehen zu Satan. Ende der Geschichte. Weil ich ja sagen muss, ich bin gerade relativ zufrieden mit meiner Leistung, mit meiner Ausweicharbeit. Sehr gut, der stärkste davon ist weg. So. Ach Mensch, ich dachte eigentlich, dass ich ihn in die Luft sprengen könnte. Hat allerdings nicht geklappt. Na los, hin vor Ort. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
Nein, nein. So. Und wir haben gewonnen. Ich glaube, da kommt nur die Ebene nach unten. Ja, da ist nur die Tür nach unten. Gut, also wir haben da hinten, glaube ich, noch eine Full Health Pille, einen Automaten, jede Menge rote Herzen. Das heilige Herz. Ich mache das mal so. Wir werden jetzt hier ein paar Herzen noch verspielen. Münzen verspielen. Wir werden dann mit der Bad Trip Pille oben links in den Raum reingehen, wo wir hoffentlich was Tolles bekommen. Bitte nicht die Autobahn sprengen. Ich hasse dich, Spiel. Das Spiel hat mir gerade meinen Automaten weggesprengt. Das ist nicht nett gewesen. Gut, dann ändern wir die Reihenfolge etwas. Wir gehen jetzt hier hoch. Werden hier reingehen. Und uns einfach mal... Oh, das hat uns das Seelenherz abgezogen. Na gut, es war nur eins. Die Hand, nein. Bis zu einem Herz mache ich das. Gut, wir haben nichts Sinnvolles bekommen. Die Hand möchte ich nämlich immer noch nicht mitnehmen. Da mir Pillen einfach lieber sind. Oh, jetzt muss ich natürlich noch die andere mitnehmen. Die hier. Ich könnte das Ganze jetzt nochmal machen, aber ob ich da irgendwas von habe, ist die andere Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur Zeitverschwendung. Und ich kann mich auch irgendwie nicht daran erinnern, jemals aus so einem Raum irgendwas Sinnvolles bekommen zu haben. So. Stattdessen werde ich hier ein paar Münzen hier ausgeben. Vielleicht kriege ich ja noch was. Eine Pretty Fly zum Beispiel. Oder noch eine Bad Trip Pille. Ach, Spiel. Muss aber gut mit bevormunden. Also ich komme schon ganz gut ohne diese ganzen Bad Trip Pillen zurecht. War gelogen. Die eine hat mich gerettet. So. Ach, und eine goldene Kiste natürlich. Was haben wir hier drin? So, nichts Besonderes. Jetzt gehen wir nochmal zurück, holen uns nochmal vielleicht ein Item. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich sag's ja, da kommt nichts. Da kommt rein gar nichts. Diese Räume sind nutzlos. Das finde ich total bescheuert. Diese Räume sind absolut nutzlos. Da kommt gar nichts. Also für jeden, der dieses Spiel selber spielt und diesen Raum in Betracht zieht, tut es nicht. Es ist reinste Verschwendung. Ein Trinket haben wir gekriegt. Wow, so toll. Trinket. Trinket kommt ja auch so ran. Brauche ich nur Geld für. Naja. Gut, genug aufgeregt über diesen Blödsinn. Jetzt gehen wir endlich in die nächste Ebene und zwar zu Satan. Nicht zu Isaac. Nicht den sicheren Weg. So. Book of Belial, Full Health Pille. Guten Schaden. Wir sind zwar nicht sonderlich schnell, aber wir können hoffentlich ausweichen. Und jetzt müssen wir raten, wo wir hin müssen. Ich war nicht im Geheimraum gerade. Erster Raum, wo ich das Ding einsetzen werde. Oh Gottes Willen, ist das schlimm.
Na, endlich sind die Dinger weg. So, was haben wir hier? The Devil macht uns einen Raum stärker. Das ist genauso wie das Book of Belial. Bringt uns also überhaupt nichts. Vergesst es. Oh Gott. Wir verlieren so viel Leben. Wegen euch. Ich wechsle nicht die Seiten aus dem Grund, dass ich dann getroffen werden könnte. Ace of Spades. Ja, wir gehen weiter. Mit einer ist ja nicht so schlimm. Mit einem komme ich klar. So. Vor allem, wenn die Dinger dann weg sind. Ah! Der steht genau neben mir. Der stand genau neben mir. Was? Health up. Das Health up könnte mich retten am Ende. Das könnte mich wirklich retten. Umso mehr Schaden ich an dir mache, umso weniger kannst du mich damagen, weil du schneller tot bist. Oh Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade echt extrem leichtsinnig, was Ausweichen angeht. Aber es klappt. Noch klappt's. Was? Noch eine Full Health Pille. Puh. Das freut mich. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Schnell lauf um die Ecke. So. Jetzt kann mich eigentlich nichts aufhalten. Da muss schon etwas ganz, ganz Schlimmes passieren, dass mich jetzt aufhalten kann. Die gefährliche Form oder die gefährlichere Form ist weg. Er spuckt nur noch Fliegen und er ist tot. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht haben wir hier den Bossraum ja direkt. Ja, wir haben den Bossraum direkt. Ich kann gefahrlos den Rest der Ebene erkunden. Ich habe 4 freie Scherzen. Das heißt, ich darf 4 Schaden nehmen, ohne dass mir irgendwas passieren kann. Und das nutze ich aus. Und auch vor euch habe ich keine Angst jetzt. Aber ihr seid nur gefährlich, wenn ich Angst habe, Schaden zu kriegen. Das habe ich nicht. Selbst wenn, ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt Schaden kriege. Auf jeden Fall werde ich das mitnehmen. Das ist nur die Frage, nehme ich es jetzt sofort mit oder erst gleich? Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir heilen uns aber direkt hoch mit der einen Pille, bevor wir zum Boss gehen. Die andere nehmen wir mit zum Boss. Ach komm, wir nehmen das jetzt mit und gehen zum Boss. Schluss mit dem Spielchen hier. Vorher gehen wir noch in den Geheimraum einmal gucken. Vielleicht finden wir noch was Tolles. Glaub's ja nicht. One up. Jetzt noch. Also wenn ich es jetzt nicht hinkriege, dann weiß ich auch nicht weiter. So. Volles Leben. Health up Pille. Cancer. Extrem viel Schaden. Also das muss klappen. Los geht's. Hallo Satan, Judas gegen Satan. Satan. Bitteschön. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich mir erhofft habe, aber es hat geklappt. Hinfort. Nein, nein. Ach, einer ist weg. Sehr gut. Ich habe etwas Angst vor dem, weil er so schnell ist. Genau deswegen. Der Habit bringt mir natürlich jetzt überhaupt nichts mehr, aber es macht nichts. Ich kann die wunderschöne Animation nochmal zeigen. Oh ja, das kriegen wir hin. Autsch. Nicht gut. Oh.
Einfach nur ausweichen. Ist kein Problem. Oh oh. So. Satan ist down. Wir setzen nochmal aufs Buch rein. Es hat überhaupt keinen Sinn, aber ich mache es. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das ist nicht. Oh oh. Ja, schaffen wir. Dicke. Kein Problem. Einfach nochmal aus Spaß. Und wir haben gewonnen. Wir haben Monster Manuel freigeschaltet. Ich glaube, es heißt Monster Manuel. Was auch immer. Wir haben es geschafft. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben mit Judas Isaac. Mit Judas haben wir sowieso schon Isaac besiegt, aber wir haben jetzt Satan besiegt. Ein weiterer Charakter, mit dem wir etwas geschafft haben. Eine weitere Aufgabe weniger. So Leute, ich bedanke mich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Run war teilweise sehr spannend. Die Bad Triple hat mich wirklich einmal gerettet. Und ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es weitergeht bei The Binding of Isaac. Ciao, ciao.